Ich bin Matthias Hillebrand, Geologe bei Fischer & Kolpin. Wir machen hier jetzt 4 Bohrungen mal 50 Meter, sodass wir dann auf 200 Bohrmeter insgesamt kommen. Bei 50 Meter tiefen Sonden müssen die 5 Meter voneinander entfernt sein, 2,50 Meter vom Grundstück. Und oft ist es dann ein Problem, dass die Grundstücke dann manchmal sogar gar keine Erdwärmenutzung zulassen, einfach, ne? Da die zu beengt sind. Jetzt haben wir das hier gerade noch geregelt bekommen. Ne? Ja, 5 ist der Zaun. Also der Baum muss weg und der Zaun muss weg. Und der andere Baum müsste dann auch weg. Heute wird es tiefgründig bei Land's End, und zwar die Geothermiebohrung findet heute statt. Wir müssen mit der Maschine hier diese schmale Rampe runter, was gar nicht so einfach zu sein scheint. Außerdem war es gar nicht so einfach, die Bohrpunkte zu setzen, weil das Grundstück relativ schmal und eng ist. Ist jetzt aber alles geklärt, kann losgehen. Wir warten jetzt auf die Maschine und dann kann gebohrt werden. Das passt! Ja, die Kollegen richten jetzt ein. Also es wird auch so 1-2 Stunden dauern. Ne? Das Bohrgestänge kommt dann rein und verschiedene Magazine richten sich den Bohrplatz schon mal ein. Und dann fangen die wahrscheinlich heute an zu bohren. Mehl ist mein Name, ich bin Bohrgeräteführer bei der Firma Fischer & Kolpin. Wie man unschwer erkennen kann, ist das Gerät. Eine Doppelkopfbohranlage, Tembohrtechnik, eine KR707, mit der wir auch auf Endtiefe gehen hier. 4x50 Meter auf Endtiefe, Sonder einbauen, verpressen, zusammenführen, ab in den Verteiler und vom Verteiler dann in den Heizungsraum. Das ist unser Auftrag hier. Es ist eine PE-Sonde, es sind 4 Stränge. Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, 2 Stränge führen nach unten, 2 Stränge führen nach oben. Das ist quasi ein Durchlauf. Nach Einlassen der Sonde haben wir verpresst, eine Ringraumverpressung durchgeführt. Als nächster Schritt wäre dann die Außenverrohrung wieder hochzuziehen. Die Sonde ist eingelassen worden, wir haben verpresst und die Arbeit ist getan. Ja, bei 50 Meter, 4 Bohrungen, wären das dann 9 Kilowatt ungefähr, die man hier aus dem Boden bekommt. Ist natürlich immer abhängig von der Geologie. Hier hat man relativ gute Entzugsleistungen, da man einen starken Grundwasserfluss hat vom Rhein, der dann quasi die Kälte wieder abtransportiert und immer kontinuierlich frisches Wasser mit 10 Grad hier hin zu den Bohrungen transportiert, aus denen man die Wärme dann wieder entziehen kann. Die Kabel sind drin auf 50 Meter. Sind einbetoniert worden mit Spezialzement. Jetzt sind die eigentlich fertig hier. Ganz schönes Chaos hinterlassen. Ich bin gespannt, wie der Garten aussieht, wenn die Jungs hier die Fläche verlassen haben. Letzter Schritt ist Anschluss der Leitungen. Dafür kommt extra noch ein Team raus. Ja, wie immer, ich bin verdammt gespannt, wie es weitergeht. Ich bin der Marco Ferraro. Ich mache hier die Anschlussarbeiten für die Firma Fischer & Kolpin. Wir haben jetzt gestern die ganzen Schachtarbeiten erledigt, sind auf 80 bis 1 Meter tief gegangen. Und links ist die ganze Leitung parat schon mal, dass wir gleich den Verteilerkasten setzen können. Alles anschließen. Äh,
Also hier sind jetzt die vier Sonnen, die kommen jetzt hier raus, die sind schon abgeklemmt irgendwie auf richtige Höhe, ne? Genau, richtig. Genau. Und markiert, damit ich weiß, welche zusammengeschweißt werden. Okay, alles klar. Ja. So, jetzt drehen wir die Leitung ab. Ich habe das hier einmal vorbereitet. Mhm. Die ersten 0,2 mm müssen abgedreht werden, weil sich da eine Oxidationsschicht bildet. Ja, okay. Theo, komm ein bisschen näher, dann kann man das mal sehen. Komm mal hier vorne hin. Damit das Schweißgerät das vernünftig schweißen kann. Ja, so, das wird jetzt hier abgedreht, ne, damit, dann, genau. Damit das quasi nicht so glatt ist und keine, damit das besser greift. Damit der Kunststoff, wenn er geschmolzen ist, auch vernünftig zusammengeklebt. Okay, verstehe, genau. Und jetzt darf ich mal, oder wie? Jetzt dürfen Sie mal, genau. Jetzt darf ich. Ich gehe jetzt an die Leitung ran mit dem Abdrehgerät. Und jetzt gehen wir mal unten. Siehst du was, Theo? Ja, genau. Durch die Kamera schon. Richtig tief rein. Richtig die Leitung festhalten, richtig drücken. Genau, und jetzt geht's los. Achtung, hast du drauf? Ja. Genau, das ist die Nummer 1. Ja, das ist aber rausgekommen, ne? Die Leitungen sind jetzt so, dass man die verbinden kann. Und jetzt gucken wir, wie es weitergeht. Ne? Ganz genau. Habe ich das gut gemacht? Das haben Sie gut gemacht. So, wir haben ja jetzt die Leitung abgedreht, alles vorbereitet, schon mal angezeichnet, welche ich zusammenschweißen muss. Und jetzt schweißen wir die Sonden fest. Die habe ich hier schon mal vorbereitet. Die steckt man dann einfach hier auf die Sonde drauf. Gucken, dass die bündig sind. Und dann klemmen wir das Schweißgerät an. In dieser Muffe ist ein Heizdraht drin, der sich durch Strom erhitzt. Dadurch wird der Kunststoff geschmolzen, schmilzt der Kunststoff. Und die Muffe ist dann untrennbar mit dem Rohr verbunden. So, jetzt scannen wir einmal die Muffe. So, jetzt zeigt mir das Gerät an, dass es 40 Sekunden schweißen muss. Jetzt drücken wir einfach auf Start. Wir gehen mit unseren Strängen von den Sonden Richtung Verteilerschacht, schließen da alles an. Da haben wir dann 8 Stränge, die im Verteilerkasten drin sind, und machen aus 8 Stränge 2. Als einen Vorlauf, einen Rücklaufstrang, gehen dann an der Hauskante vorbei, am Berliner Verbau durch und dann gehen wir hinten in den Heizungsraum rein. Rechnen wir jetzt aus das Glykol, was in die Leitung rein muss, damit ich den genauen Anteil an Wasser und Glykol habe, damit nicht zu viel oder zu wenig Glykol drin ist. Was ist das für Glykol? Das ist ein Frostschutzmittel, damit die Leitung nicht gefriert und damit der Wärmeaustausch besser passieren kann. Das Geothermie-Team ist jetzt fast am Ende seiner Arbeit. Jetzt wird noch eine Druckprüfung gemacht, wird geguckt, ob alle Leitungen wirklich dicht sind. Ja, jetzt kann die Heizung angeschlossen werden und ja, wir sind gespannt. Ist auf jeden Fall eine ausgefeilte Technik. Ich habe mir die Arbeiten nicht ganz so umfangreich vorgestellt. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ja, ich hoffe auch für euch eine gute Sache und ihr wisst jetzt mal ein bisschen besser Bescheid, was Geothermie überhaupt heißt. Die Technologie gibt es schon seit den 60er, 70er Jahren, ist letztlich auch mittlerweile komplett ausgereift. Aber vielen Leuten ist tatsächlich gar nicht so bewusst die Möglichkeit und ist nicht so im öffentlichen Bewusstsein. Wenn wir in Richtung Zukunft gehen, dann sprechen wir ja doch von erneuerbarer Energie. Und da sehe ich die Geothermie schon ziemlich weit vorne. Da halt auch die Auflagen immer weiter verschärft werden, ne? Die Standards an die Gebäude. Und es gibt eigentlich kaum Möglichkeiten, ohne Geothermie und Solar diese Auflagen noch zu erfüllen.